Guten Morgen allerseits. Wir sind es wieder aus dem Internationalen Maritimen Museum hier in Hamburg. Ich bin der Historiker Gerrit Menzel und ich sehe heute einmal mehr schwarz. Ja, hallo, und ich bin's, Markus Schwarz, Museumspädagoge hier im Hause. Und wir schauen uns heute wieder ein schönes, besonderes Stück an. Aber vorher nochmal ein kurzer Hinweis. Wir stehen hier in der Schatzkammer im Internationalen Maritimen Museum neben dem einzig existierenden goldenen Modell eines Segelschiffes auf der ganzen Welt. Und jetzt gehen wir ins Museum. Heute sind wir auf Deck 8 in der sogenannten Schatzkammer. Eigentlich einer der schönsten und geheimnisvollsten, man könnte fast schon sagen magischsten Orte hier im Internationalen Maritimen Museum. Wir befinden uns in der Abteilung mit den berühmten Knochenschiffen, den seltensten und teuersten Schiffsmodellen weltweit. Ja, kannst du mal was über die Knochenschiffe sagen? Diese Knochenschiffe sind deshalb so wertvoll, weil sie unter ganz besonderen Bedingungen entstanden sind. Es sind die Arbeiten von Kriegsgefangenen, die vornehmlich während der Napoleonischen Kriege auf englischen Gefängnisschiffen festsaßen und freiwillig, um sich unter diesen furchtbaren Haftbedingungen die Zeit ein bisschen zu vertreiben, aus Küchenabfällen solche Schiffsmodelle fertigten, die, wenn sie gut gelungen sind, in die Hände englischer Kapitäne wechselten. Die haben denen die nämlich dann für gutes Geld abgekauft. Und davon konnte man sich in der Gefangenschaft das Los dann etwas mildern. Ja, und hier haben wir ein ganz besonderes Stück. Es ist eigentlich auch eine Ausnahme. Das ist das einzige Knochenschiff, welches von amerikanischen Kriegsgefangenen in englischer Gefangenschaft hergestellt wurde. Und während die anderen größtenteils aus Rinder- und Schafsknochen sind, ist das hier aus Walknochen. Und wenn man das weiß, dann ist das einfach eine unglaublich filigrane Arbeit. Ich denke vor allen Dingen, wenn man sich die Takelage mal anschaut, ne? Ist das nicht unglaublich? Takelgarn. In der Regel haben die damals ihre eigenen Haare benutzt oder Fäden, die sie aus ihren Hemden gezogen haben. Ja. Das hier ist wahrscheinlich in späterer Zeit nachgemacht worden. Ja, das ist alles restauriert worden. Hatam hat das Schiff in einem sehr schlechten Zustand in einem Auktionshaus in London gefunden und hat es darum für einen relativ günstigen Preis bekommen. Ich denke, das ist heute das 10, wenn nicht 20-fache wert ist, von dem, was er bezahlt hat. Man darf nicht vergessen, hinter jedem dieser Schiffe steckt ein dramatisches Soldaten- und Gefangenenschicksal. Die Sterblichkeit war extrem hoch auf diesen Schiffen. Im Sommer war es so heiß, dass die es fast nicht ausgehalten haben. Im Winter entsprechend kälter. Die Nahrungsmittelversorgung war desolat. Teilweise fiel sie ganz aus. Der Tod dieser Leute wurde billigend in Kauf genommen. Ja, dramatisch. Man kann das fast noch spüren. Also diese Spannung hinter jedem einzelnen Objekt. Okay, dann gehen wir mal ins Haus zurück, ne? Ja,